Zombie Apocalypse. So, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich habe mir gerade das Google Nest Hub zweite Generation geholt. Das ist schon nicht sehr groß. Das packen wir jetzt mal aus. Mal sehen, was alles bei ist. So, das ist ja niedlich. Ich glaube, 7 Zoll Display. Ja, 7 Zoll Display. Hier haben wir die Verpackung. Mal sehen, was wir da drin haben. Los geht's. Naja, das ist ja natürlich wie immer extrem wichtig. Müssen wir natürlich alles wieder aufheben. Hier haben wir das Netzteil. Mal schauen, wie groß das ist. Ein Riesenstecker. Gut, langes Kabel und schön Display. Hier ist für ein Mikrofon ein- und ausschalten. Na, sieht ja ganz gut aus. Ich glaube, das nennt man hier Kreide. Gut. Und dann haben wir Google Home Nest Hub 2. Gut, nachher mache ich noch ein Video, wie ich das einrichte über mein Android-Handy. So, fast fertig. Ach, meine Stimme, Watt aktivieren, Watt Match. Aber das hat er eigentlich schon, den Assistenten. Können wir da auch aufdrücken? Ja, können wir auch aufdrücken. Hallo, ich bin dein Google Assistant. Ich bin den ganzen Tag für dich da. Damit du loslegen kannst, werde ich dir kurz die Grundlagen zeigen. Ja, wunderbar. Und da sind wir schon. Smart Home. Wohnzimmerbeleuchtung. Du hast anscheinend noch keinen Standarddienst für Musikstreaming ausgewählt. Bitte wähle in der Google Home App einen Anbieter aus und versuche es dann noch einmal. Aha. Ah, hier hat er mein Büro. Machen wir mal Licht an. Okay. Okay, Google, Büro an. In Ordnung, ich schalte Logia ein. Ich hatte, komm.
Okay, Google, Büro aus. Klar, ich schalte Logia aus. Hier scheint er wohl noch nicht richtig verknüpft zu sein. Ah, jetzt hat er. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Aus. An. Ja, wunderbar. Ja, das war's. Das ging ja eigentlich schnell, das Einrichten. Wenn er alles gefunden hat von meinem Google.